So, was finden wir denn jetzt hier Schönes? Erstmal hier aufmachen, bitte. Aufmachen, danke. So. Und hier finden wir ein Zepter, Speer, Stab, was auch immer. Die ganzen Könige haben immer Bärte. Muss er sich jetzt auch einen Bart wachsen lassen? Bestimmt. Ein König ist nur ein König mit seinem Bart. Ich gehe mal davon aus, diese Statuen, die da drauf sind, sollen immer den jeweiligen König symbolisieren. Und sie haben immer einen Bart. Uiuiuiuiui. Warte, liegt da vielleicht noch ein Item drin? Und ich habe das einfach bisher immer übersehen. Nö. Hätte ja sein können, aber nö. Gut. Dann können wir jetzt hier wieder raus, ne? Kann ich zum Anfang des Dungeons gehen? Ja. Sonst haben wir ja nicht wirklich viel, ne? Nö. Hier waren ja auch überall nur Sackgassen. Zurück zum Eingang. Nur manchmal werden die halt auf der Karte auch nicht richtig dargestellt. Was ich so ein bisschen schade finde manchmal. Aber was soll's. Wir haben, was wir wollen. Und sogar noch weitaus mehr. Wir haben mega heftig Donnerschwert. Und... oh, wir können jetzt zurück zur Regalia. Oder zum Regalia. Wie auch immer. Ja, ja. So, das heißt, wir können jetzt quasi die Fahrt nach Kap Kaim weitermachen. Okay, fahren wir los? Ja. Ja, immer. So, und dann bin ich gespannt, was uns in Kap Kaim alles so erwartet. Falls wir jetzt, ne, nicht nochmal die Fahrt unterbrechen müssen. Ich finde auch interessant, dass unser Benzinstand immer noch voll ist. Wahrscheinlich, weil es so eine Hauptquest ist und wir quasi Benzin haben müssen oder sowas dafür, für diese lange Fahrt. Und wir brauchen echt dringend Geld. Wir müssen viele, viele Jagdaufträge machen. Viele, viele, viele. Und noch viel mehr. Aber abwarten und Kakao trinken. Was ich nochmal machen kann, ist... achso, ich kann gar nicht hier auf dem Touchpad jetzt die Map anklicken und so was. Ich hätte jetzt gern hier den... bald geht ihr alle nach Altissia, nicht wahr? Haben wir vor. Habt ihr es gut? Das ist keine Urlaubsreise. Ach ja, richtig. Iris, was ist los? Nichts, es ist nur... die Zeit mit euch war echt schön. Ich werde euch wirklich vermissen. Bestimmt habe ich Sehnsucht, wenn ich in Keim bin. Wovon redest du? Wir kommen dich doch besuchen. Stimmt's? Ja. Nein, ich wollte hier das, den Marker da wieder ausschalten. Aber ich darf nicht. Ich darf mal wieder nicht. Mal wieder typisch. So. Nichtsdestotrotz. Es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Ein Kilometer noch. Ich weiß, das war es vorher auch schon. Was? Warum? Wir hatten gerade eine Pause. Ignis wird schon zu lange erst sicher erschöpft. Von mir aus? Ja, sonst schläft er uns noch hinterm Steuer ein. Ach, ich wünschte, ihr werdet auch so besorgt um mich, wenn Iris nicht dabei ist. Warum macht ihr denn jetzt eine Pause? Boah, einmal mit Profis. Unterwegs eine Leerity-Küste halten. Ja, ist okay. Mann, war ganz schön eng. Sorry, dass ich so viel Platz weggenommen habe. War nur Spaß. Reg dich ab. Außerdem bist du es, der zu breit ist. Haha, du bist fett. Das ist Muskelmasse. So, egal. So, hier haben wir einen Silberreif. Was gibt's hier zum Anhören? Die Kanagi soll derzeit in Altissia weilen, nicht wahr? Ob sie in Akkordo wirklich sicher ist? Ist schließlich imperiales Gebiet. Hm.
du von dem Anschlag gehört? Welchen Anschlag? Von luzischen Terroristen auf die Basis? Ein Brigadegeneral liegt angeblich im Krankenhaus. Ne. Mensch, da war ich ja irgendwie schuld dran. Nee. Gut, das war's jetzt aber auch schon wieder, ne? Können wir jetzt wieder einsteigen? Ich habe jetzt genug Pause gehabt. Los, gehen wir. Auf geht's. Genug Beine vertreten. Gut. Was ist das für ein Geruch? Salzige Luft. Wir müssen an der Küste sein. Oh, wow. Ist das schön. Erholsam hier. Das Meer. Das große blaue Ding. Man nennt es auch das Meer. Schön. Menschenskinder. Was für ein Ausblick. Ja, so könnte ich jetzt einschlafen. Jetzt schlafen? Klar, warum nicht? Hey, da ist die Stadt, wo wir Iris hinbringen sollen. Mit so einem riesigen Leuchtturm und so. Ja, ja. Guck, guck. Wow, seht ihr diese riesige Brücke? Ja. Klar, schwer zu übersehen. Sie führt über einen der größten Flüsse der Welt. Wie wohl die Aussicht von der Brücke ist. So. Und so. Oh, das ist schön. Aber hier ist auch schön. Auch wenn es Wasser ist und kein Feuer, aber was soll's. Markt, wollen wir uns das mal anschauen? Was denn? Zwischenstopp am Spellquay-Refugium einlegen. Ja, sind wir da? Wenn's denn sein muss. Ne, was muss, das muss und so. Vielleicht gibt es ja hier was Sehenswertes zu sehen. Ich finde interessant, dass sie hier ständig anhalten wollen. Auch wirklich so alle paar Meter. So. Was haben wir denn hier Feines? Das wird eine tolle Farbe abgeben. Das will ich aber auch hoffen. Das Schlimme ist, es wird auch noch viel kosten. Was haben wir denn hier Feines? Level 28 Seeteufel können wir erledigen. Muss man nicht, aber kann man. Schwäche. Eis. Na gut, habe ich jetzt nicht. Aber was soll's. Umhauen tue ich sie trotzdem. Mit relativ viel Schaden, wie ich finde. Das will ich aber auch hoffen. Danke für den Heal. Nehme ich immer gern. Also die Gegner haben so relativ wenig Chance, das finde ich schön. Yay, Überraschungskombo, voll übertrieben und so. Warum ist denn der Bildschirm jetzt so rot? Mach dir um mich keine Sorgen. Gut, wenn du meinst. Meinte das Spiel, es könnte gefährlich werden, ja? Gut gemacht. Weiter geht's. Jo. Okay, wo ist jetzt hier ein Refugium? Ach, da unten. Ja, da kann ich auch angeln. Die Chance nutzen wir mal eben schnell. Na, wer weiß, was ich da für tolle Fische fange. Jede Menge Gröll. Es sind Steine, Mammut. Es sind Steine. Das macht die Sache nicht besser. Wir sind schon längst in Altissia. Wenn die Fähren wieder fahren würden. Wann geht's denn weiter? Der Hafen ist noch immer auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das ist ja super. Dass der Hafen geschlossen ist. Das Refugium ist da. Können wir dann theoretisch halt in der Nacht eine Pause einlegen. Hier kann ich aber auch erstmal angeln. Und dann geht es dann am nächsten Tag dann weiter Richtung Dingens. Da liegt noch ein Item. Wahrscheinlich so eine Schnur. Heißer Atem, blauer Drache. Aha. Sehr schön. Aber hier gibt es halt kein Schild mehr, was hier zu fangen ist. Hm. Na, was soll's. So, komm. Was angeln wir uns denn heute?
weiß ja nicht, was von all den Dingen ich schon gefangen habe, was nicht. Ein Nebelachs. Komm, probieren wir mal, ob wir sowas fangen hier. Wenn ich jetzt hier einen richtigen Köder dafür anlege. Hier einfach mal ausschmeißen. Hoffen, dass ich das hier erwische, was ich erwischen will. Yay! Das ist ja. Ja, das ist. Das wird richtig super. Hoffe ich. Auch wenn ich schon wieder ein neues Dingens gebrauchen könnte. Hier, so eine neue Schnur. Oh Gott. Der wird aber auch ätzend hier gerade. Ich glaube, da wird die Schnur echt reißen. Ja. Oh nein! Das ist echt ärgerlich! So ist aber auch. Und der Köder ist halt jetzt auch abhanden gekommen, deswegen. Okay. Ist natürlich schade. Hm. Machen wir mal so einen hier. Der gezeiten Zackenbarsch. Wird schon. Komm, auswerfen hier. Na komm. So viele Fische, die mein Interesse haben. Aber brauche ich für manche Fische tatsächlich erst ein gewisses Level. Also Angellevel, um da irgendwie was zu machen. Ich weiß es nicht. So scheint es mir halt wirklich gerade, als gäbe es wirklich Fische, die wirklich hart zu fangen sind. Oh nein, die Schnur reißt. Ja. Ja, also die Fische hier lassen sich nicht so leicht an Land holen. Ich drücke hier schon ständig R2 zum an Land holen. Ja, das kann ich so derzeit wirklich knicken. Ja, ja. Das war's. Ist entwischt. Kümmere dich nächstes Mal rechtzeitig um die Schnur. Nerv nicht. Könnte ja jeder kommen. So. Lassen wir das Angeln mal erstmal sein. Licht an! Gute Idee. Weil. Ja, hierfür bin ich noch zu scheiße. Oder ich habe noch nicht die richtige Angelausrüstung dafür. Ne, ich meine, das sind ja Wildfische, so aus dem Meer, nicht nur aus so einem Tümpel, sondern halt was Richtiges. Schon wieder zelten. Du bist einfach zu verwöhnt, Nockt. Ja, das muss ich aber auch sagen, ne? Das ist einfach zu verwöhnt. Viel zu verwöhnt. So. Was gibt's denn heute zu essen? Leichte Kost. EP gewinn, das ist okay. Jojo. Können wir das schaffen? Ja, kann sein. Schönen guten alten Brotburger. Ein paar Erfahrungspunkte. Nehme ich immer gern. Oh, das ist aber süß. Oh, das ist aber süß. Mit schönen Farbsättigungsfilter. Das hat auch irgendwie was, aber ich speichere das jetzt nicht. Oh, das Foto ist gut. Nein, das Foto zeigt einfach nur unser kaputtes Auto. Du bist begabt, Prompto. Ja. Und beim Angeln gefehlt, wie immer. Okay. So, nun aber weiter im Text. Genug gerastet hier. Genug Bullshit gemacht. Okay, fahren wir los? Ja. Da hinten ist noch ein Schatz, den will ich noch.